Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Im letzten Part waren haben wir noch unser Date angefangen, waren mit Regina und Manuel im Downtown im Land der Melodien, haben da wunderbar im Duett gesungen, lecker gespeist mit Eisbombe, Tagliatelle und wie das ganze Zeug so heißt, ne? Und sind jetzt einfach nach Hause und wollen den grünen Abschluss an meinem Bett. Weil beide auch ein bisschen müde sind. Manuel ist leider Gottes auch ein bisschen am Kicken, aber egal. Das gehört einfach so, ne? Und der Tag ist ja noch. Ja, und dann hatten wir ein traumhaftes Date. Mal wieder eins. Ich hoffe, der erzählt dir auch schön, also. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das erreiche mit seinem Lebensziel da, aber egal. Er hat halt Spaß dran. Date ohne Ende. Gut, die Zeit läuft ab. Ja, das ist in Ordnung. Darfst du auch. Sollen ja auch jetzt nicht ewig schlafen. Gut, und da sind sie wieder wach. Wow, so prächtig habe ich mich mit noch niemandem erzählt. Das muss ich all meinen Freunden erzählen. Ja, ja. Und sie will, dass er sie anruft. Okay. Gut, dann, ja, was ist? Lass dich umarmen oder romantisch küssen. Das ist in Ordnung. Und dann müssen wir uns mal um eure Hygiene und alles kümmern. Doch, doch, doch. Komm. Knutscht euch. Ja, und irgendwer muss ans Telefon. So, du kannst dann bitte mal hier ans Telefon gehen. Du gehst säubern, benutzen, duschen. Ja, mach mal. Wer ruft denn da wieder an? Hallo, Fremder. Wer ist das? Lisa Werner. Okay, die kennt sie. Ja gut, ich habe mich mit ihren Freunden jetzt noch nicht so genau beschäftigt, aber egal. So, du machst bitte das Gleiche. Du stinkst nämlich genauso. Also mal davon ganz abgesehen. Nicht über Manuel meckern, ne? Du riechst auch nicht mehr allzu angenehm. So, dann macht ihr mal eure Hygiene-Geschichten und dann gucken wir mal, dass wir euch noch ein paar Fähigkeiten angedeihen lassen. Es ist immerhin noch Samstag. Es wird zwar schon wieder Abend. Tag ist schon fast wieder rum. Aber ja, ne? Das müssen wir dann jetzt mal machen. So, er hat auch noch, okay. Das heißt, er muss dann direkt mal wieder Mechanik lernen. Oh, oder ans Telefon. Dann gehst du halt erst ans Telefon und lernst dann Mechanik. So. Mhm. Ah, der Max ruft an. Und schon hat er einen Freund mehr. Ja, supi. So lieb ich das. Nee, wir bleiben hier. Wir waren heute schon. Tut mir ja leid. So, ach so, und sie bringt wieder die Blümchen raus. Die wird dann auch mal weg. Regina. Also irgendwie hat Regina es momentan drauf, alles zu fetzen. Erst das Waschbecken, jetzt ist die Badewanne gefetzt. Also, geh die bitte mal reparieren. Du kannst ja auch ein bisschen Mechanik. Ist ja nicht so, dass das immer nur der liebe Manuel machen müsste, ne? Ja, die können wir ansehen, die können wir mal verkaufen. Hier, echt, die Dinger, das ist ja... Und dann musst du Charisma üben, genau. Dann kannst du gleich da weitermachen. Dann übst du Romantik bis zum geht nicht mehr. Und dann gucken wir mal. Nochmal so einen ruhigen Abend hier, ne? Mit viel Geübe und Gemache. Ja. Der Part wird auch nicht ganz so lang, weil ich nämlich auch gleich wieder weg muss. Aber ich wollte den noch hinten dran bringen. Ich muss ja jetzt hier ein bisschen mehr aufnehmen, da wir ja keine Familien-Challenge mehr haben. Ja, ja, ich finde das gut. Du kannst noch immer ein bisschen mit dem Ding babbeln, solange dein Mann da den Punkt noch nicht hat. Ja, üb Küssen und Sonstiges. Ist er nur noch super? Ja, 9 Uhr, ich denke, dann reicht's auch. Komm, kriegst du den Punkt jetzt noch? Mach mal schneller. Ja. Gut. So, er hat gelernt und er weiß, dass er wieder Hunger hat, ist ja klar. Dann nimmst du dir bitte erstmal die Reste. Und dann kann sie mitessen. Und dann dürfen beide schon wieder ins Bett. Das ist ja der Hammer, ey. So, du kannst mal hier kurz ernten, gießen. Ernten. Ah, was haben wir denn da? Wir wollen
Ach komm, nimm den Salat. Wir hatten ja heute leckere, süße Sachen und ne, da kann man so ein Salat ist da figurmäßig besser. Besser für die Figur. Ich hatte Lache. Ja, und dann gibt's erstmal hier Salat nehmen. So. Und anschließend dürft ihr dann schlafen gehen. Und mal gucken, ob wir am Sonntag vielleicht mal... Ja, wir könnten... Das könnten wir am Sonntag machen. Da könnten wir dann mal die Familie vielleicht wieder einladen oder sowas. Und den Ringo... Weiß nicht, hat er das denn noch als Wunsch? Nee, hat er nicht mehr. Eine Party machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Party machen. Warum nicht, ne? Naja, immer dieses Gegreife. So, dann tust du die Reste weglegen. Und dann würde ich sagen, gehst du schlafen. Das alles andere hat jetzt eh keinen Sinn. So. Und du spülst bitte auch noch ab und gehst auch schlafen. Ja, ja, du darfst dann auch schlafen. Zack. Ist gut, du darfst. Aber erst abspülen, sonst müffelt das wieder morgens so. Beim Frühstück und müffelt, das muss auch nicht sein. Ja. Und ich denke, das war doch ein schöner Tag. Mit Ausflug, mit Date, mit Lernen. Beide haben jeweils ihren Punkt gekriegt und schön lecker essen gehen. Viel singen, also doch, da kann man nur zufrieden sein. Denke ich mal. Hoffe ich, dass euch das auch so gefällt. Und am Sonntag müssen wir halt mal gucken. Vielleicht machen sie eine kleine Party oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Ah, Miezekatze. Ich glaube, das war eine Miezekatze eben. Ja. Hey. Schön geschlafen. So gehört das. Mhm. Ah, und Manuel ist auch schon wieder wach. Ey, dann geh doch direkt mal hier. Warte mal, Nini. Du bleibst weg von dem PC. Das vergisst du mal. Du kannst auch mal hier ernten und gießen und ernten und gießen. Ernten und gießen und dann auf Toilette gehen und ja, den Rest machen wir dann. Und dann wollte ich ja diese Dinger angucken, damit wir die mal verkaufen können. Oder kann ich die eigentlich auch so verkaufen? Lass den PC aus. Ich habe nichts gesagt, dass du dann machen sollst. Och, typisch. Hey, du bist ein Spielkind, weißt du das? Ja, scheint aber aus zu sein, das Ding. So, und dann braucht er Krea und Logik. So, ich gucke mal, ob ich jetzt die Bäumchen hier einfach mal verkaufen kann. Zack, weg damit. Und was gibt's dafür? Oh, 55 Simeons, das ist doch nicht verkehrt. So, und wechseln so. Dann hat die liebe Regina oder auch der Manuel, je nachdem, wieder Platz hier vorne, um neue Blümchen hinzustellen. Ja. Gut, Sada. Gut, Sada. Genau. Na, Regina schläft noch ein bisschen. Wundert euch mal nicht, ich mache momentan nichts an Pflanzen ins Gewächshaus. Die liebe Regina soll auch mal ein bisschen Luft zum Verschnaufen bekommen. Das machen wir dann wieder, wenn es zum Frühling hingeht. Denke ich, das genügt dann. So, sie braucht jetzt auch immer noch einen Redenpunkt und ein Körperpunkt bräuchte sie noch. Ah ja, da ist sie wach. Jo, macht das Bett sogar mal. Ja, Wahnsinn. Dann macht das Bett doch auch gerade. Oder machst du das eh mit? Ich weiß nicht. Läufst du rum? Nö, zum Bett machen, komm. Okay, du solltest, könntest bitte mal malen üben. Also dieses Bild da mal verschwinden lassen.
Poetry. Und malen. Oh, er kann schon so gut malen. Stimmt, der hat ja so viel Krea, ist ja wahr. Der hat ja immer bei seinen Eltern auch Karaoke gesungen und all so Geschichten. Was wollen die dauernd an dem, dem PC da? Also, du gehst bitte mal hier abziehen und benutzen und duschen musst du auch, Mädel. Ach ja, und warte halt, egal. Und anschließend gibt's ein neues Outfit, weil das, was du da bauchfrei anhast, ist nicht so wintertauglich. Und wir haben ja mittlerweile Winter, es schneit, es ist kalt und ne, da sollte man dann auch mal, ja. Ah, er hat den Krea-Punkt schon, supi. Das ist ja der Hammer, wie schnell das bei ihm hier geht. Sonst brauchst du ihn jetzt noch. Logik, okay, Logik braucht er noch, ja. Ist okay. Spaß hat er da dran, ja. Ei, dann gehst du mal bitte jetzt Weste nehmen. Ihr könnt da jetzt erstmal schön frühstücken. Oh, wir haben zwei Servierplatten mit. Egal, nimm die da. Oder nee, nimm die da. Dann ist die leer. Das ist aber ein Hamburger und kein. Oder? Oh, keine Ahnung. Hey, doch, sind die Pfannkuchen. Ich dachte schon. Juhu. Dann zum Essenofen. Haushalt. Sie geht vorher noch Outfit machen. Und braucht Freunde. Ja, wir laden heute jemanden ein. Das müssen wir echt machen. So, da es ja Winter ist und das hält bestimmt schön warm, das kannst du anziehen. Das sieht schick aus und ja. Guck mal da. Bist du schön warm eingemummelt. Mhm. Ja. Ach, wie schön. Das ist doch fein. Guck dir mal da. Die traurige Frau. Mhm. So, und dann kannst du nämlich auch noch duschen gehen, wenn du deinen Teller abgespült hast. Hey, Wally, Wally! Das ist sehr lieb von dir. Spül mal. Bild über Bild. Juhu. Hat der da eigentlich einen Schnurriss? Hatte ich dem sowas gemacht? Nee, ne? Soll beim Duschen. Sehr fein. Du hast auch aufgegessen. Du darfst das auch aufräumen. Und dann darfst du hier deinen Rest weglegen. So, und sie braucht Spaß und Freunde. Oh. Und sie möchte unbekannte Sims treffen. Sim um Date bitten. Ah, das ist. Das können wir gleich mal wieder festmachen. Mhm. Kennst du eigentlich den Papa schon? Warte mal, die Elise, ja, das weiß ich. Da ist sie nämlich. Aber ich glaube, den Papa kennt sie noch nicht. Das heißt, der wäre quasi unbekannt, glaube ich. Das ist eine super Idee. Ey, ey, ey. Und du machst, genau, weil, guckt es euch an, nur noch auf 71. Das ist für die Eltern also nicht so gut. Wir rufen an Sims. Auch wenn er jetzt eher Party machen wollte, aber, ach, die ist eh wieder weg, die Party. Machen wir einfach mal wieder ein Familientreffen. Das muss ja auch mal sein. So. Und bis das gemacht ist, darfst du mal hier ein bisschen spielen. Komm. Geh du mal an das schöne Gerät. Aber lass es nicht brutzeln, ne? Stupid. Das Ding auch Musik? Bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hier Musik höre. Okay, ruf mal die Elise an und lad mal den Haushalt ein. Haushalt einladen, genau. Alle. Zack. Und dann musst du natürlich... Oh, es brennt wieder. Hört sich gut an, wir kommen gleich. Was? Küssen und an sich drücken. Ja gut, das könnt ihr natürlich machen, klar. Und es brennt. Hallo, guck mal hier. Ah, gut, hört wieder auf. Das ist schön, ja. Moment, habe ich jetzt... Wieso bin ich auf ihr jetzt? Freunde, ja, sie braucht Freunde, genau. Du brauchst... Oh, oh. Wer hat denn da wieder... ist ja eklig. Nee, also das musst du mal ganz schnell wegwischen, wenn die Eltern kommen. Das ist kein guter Eindruck, den du da hinterlässt.
Und du tust mal bitte den Napf füllen, weil wenn Ringo kommt, der hat bestimmt Hunger. Und möchte was essen. Bobo. Aha. Ja. Genau. So, tust du den... Ah, der kommt direkt rein. Hey, cool. Und, Elise begrüßen. Und Ringo begrüßen natürlich. Die da wollen wir nicht begrüßen. Und du kannst mit dem Felix... Ah, wow, 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 wow. Okay, dann unterhalte ihn doch erstmal mit einem Witzken und dann redet ihr mal ein bisschen. Plaudern, abhängen. Ja, komm, warum nicht? Abhängen ist auch gut. Grovana. Ja, hallo. Grovana. Elise, was ist los? Was machst du da? Hallo, Elise. Elise hat einen Schaden. Guckt euch an. Was hat die denn da? Was macht die da? Elise? Hast du es so eilig, deinen Sohn zu begrüßen? Oder was wedelst du mit deinen Armen? Begrüßen, ja, habe ich gemacht. Okay, dann geh und grüße endlich. Ja, komm. Sie kann es nicht abwarten, hier die Elise begrüßen. Und Ringo auch, ja. Oh, wie er rennt, wie süß. Wie als Kind damals. Ist ja genial. So, warte mal, und den Ringo musst du auch begrüßen. Wo ist er denn jetzt hingedackelt? Da. Ringo, begrüßen. Ja. Und Elise und Elise kann vielleicht mit abhängen, genau. Und dann kümmern wir uns mal um den süßen Ringo, den wir jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen haben. Ja, hallo. Ja, hi, wie geht's dir denn, mein Guter? Halt, bleib stehen, warte. Ich will dich erstmal lieb haben. Bauchkraul. Dann wollen wir gucken, ob du die Kommandos noch kannst. Gib Pfötchen. Und dann machst du Männchen. Und dann wollen wir natürlich mal mit dir ein bisschen toben. Und dich nochmal lieb haben und streicheln. Ja. Das ist jetzt erstmal ein Ringo-Programm. Hallo. Wir haben dich ewig nicht mehr gesehen. Das müssen wir feiern. Diese Kommandos. Kenn dich ja gar nicht mehr. Genau. Zeig mal, wie goldig du bist. Ja, hallo. So ein Hübscher. Ja. Genau, kennst du mich noch? Ich bin's, dein Herrchen, dein Kleines. Ich habe immer mit dir gespielt und geübt und dich geärgert und ach, was weiß ich alles. Ja. Toddy, Toddy, Männchen, kannst du das noch? Zeig mal. Ja, ach toll, wie er alles macht. Hey, Vorsicht, nicht umkippen. Ja, ist er nicht süß. Unser Ringo. No, Craig. Ja. Oh, wie süß. Und die anderen sitzen da und unterhalten sich mitten im Eingangsbereich. Ist ja genial. Aber so kann man das machen, ne? Ja, es ist gut genug getoben. Jetzt streichel ich nochmal. Und da kriegt er noch ein Leckerchen. So. Und anschließend kannst du... So, was macht ihr Schönes? Ihr, ach, unterhaltet euch da. Herzlichst. Hm? Haben wir ihren Wunsch eigentlich erfüllt? Ja, und kann einen Sim treffen? Nee, noch nicht so ganz. Dann hat's ihn doch schon. Auf 10 immerhin, ne? Ja. Gut, ihr habt genug gebabbelt da. Ich würde sagen, du unterhältst mal mit ihm einen Witz und redest mal so mit ihm, plaudern. Und all sowas, ne? Und dann kannst du hier dich mal mit deiner Mama unterhalten. Magavlova, Ababa!
Jetzt muss aufs Toilette. Oh Gottchen, jetzt wird sie gestört. Die arme Elise darf doch nicht mal aufs Klo. Aber jetzt hat die Elise auch einen Platz für seinen Kauf. Ja, Felix, nein. Guck mal, sie würde sogar glatt lieben. Ich glaube das ja nicht. Was könnt ihr zwei denn noch? Ach, ist doch schön, mal die Familie hier zu haben. Dann würde ich sagen, kannst du... Ah, ich weiß, was du machen kannst. Du kannst hier... Guck mal, du brauchst doch noch... So, damit die gute Elise jetzt endlich mal aufs Klo kommt, gehst du mal Müll rausbringen. Dann kann sie endlich die Toilette benutzen. Ah, ihr beiden müsstet mal raus. Genau. Geht mal Fangen spielen, damit der Felix, der Manuel da durchkommt. Nein, 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 nein. Du solltest den Müll raus. Halt. Ach, lass doch mal das Ding dazu. Lass sie immer alles ändern. Du sollst den Müll rausbringen, Gutster. So. Jetzt stellt er das dahin. Auch gut. Ja, zeig mal die Bäume. Genau. Sag mal hier, guck mal, das sind unsere Bäume, unser Gewächshaus, unser alles und überhaupt. So. Dann kannst du hier üben. Vielleicht macht sie mit. Genau, bitten mitzumachen. So. Du bräuchtest mal ein bisschen Komfort. Wertschätzen, bewundern, das geht. Und dann kannst du mal ein bisschen Fernsehen gucken, dass du ein bisschen Komfort bekommst. Ringo ist gerade am Fressen und dann muss ich einen Break machen, weil ich gleich weg muss. Aber das geht ja dann hier noch weiter. Wir haben ja erst mittags, 15 Uhr hier, ne? Also... Da geht schon noch was. Jetzt hat er auch seine zukünftige Schwiegertochter mal ein bisschen kennengelernt. Wundert sich wahrscheinlich mit tausenden von Zeitungen, die hier rumfliegen. Na, mal gucken, muss er jetzt auch auf Toilette oder macht er direkt mit? Ja, er macht mit. Das ist doch schön, einladen zu machen. Genau. Ja. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt mal ein schönes Bild hier. Und da machen wir mal den Break. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, dass mal die ganze Familie wieder hier ist. Und ja, wird bestimmt noch ein schöner Sonntag, restlicher Sonntag werden. Und bis es weitergeht, macht's gut. Bis dann. Tschüss.